Ja, herzlich willkommen zu einer Veranstaltung von Filmfest Hamburg und von Themis. Vielleicht kennen mich einige von früher. Ich heiße Eva Hubert, habe lange bei der Filmförderung gearbeitet und bin jetzt im Vorstand von Themis. Themis ist eine unabhängige oder die unabhängige Vertrauensstelle gegen sexuelle Belästigung und Gewalt für den Bereich Film, Fernsehen und Bühne. Die Themis in Berlin gibt es eine operative Stelle, wo zwei Beraterinnen, eine Juristin und eine Psychologin arbeiten. Und das ist sozusagen eine gemeinsame Anstrengung von der Branche oder von der Kreativbranche und eine Antwort auf MeToo, weil sowohl Fernsehanstalten als auch Produzenten als auch Verdi, die ganzen Arbeitnehmerverbände wie Bundesverband Schauspiel und Regie dachten, man braucht einen Raum, wo gerade unsere Branche völlig unabhängig und frei und dann über sexualisierte Belästigung und Gewalt reden kann. Also die Juristin und die Psychologin, die seit einem Jahr arbeiten, bekommen jeden Tag Fälle, was reicht von einfach übler frauenfeindlicher Anmachung, also bis hin zu Vergewaltigung. Und die Frage dahinter ist, und das ist für unsere Branche so typisch, wo ist eigentlich die Grenze? Also viele erleben das, also dass sie sagen, bin ich jetzt zu empfindlich, warum macht mich das jetzt an? Und dafür ist eben diese Stelle geschaffen worden, dass man auch, man braucht auch noch nicht mal seinen Namen sagen, sich einfach beraten lassen kann, ist das, was ich jetzt empfinde, sozusagen mein eigenes Problem oder kann ich mich wehren? Und nur eine Geschichte, man kann sich sehr wohl wehren. Es gibt seit 2006 das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz, nach dem ist jeder Arbeitgeber verpflichtet, die Arbeitnehmer vor Diskriminierung zu schützen. Also Diskriminierung jeder Art, aber natürlich auch sexualisierte Diskriminierung. Das wissen auch die Arbeitgeber zu wenig. Und Themis ist dabei, auch sozusagen Präventionsprogramme für die Unternehmen vorzuschlagen, weil unser Ziel ist natürlich ein Kulturwandel, wo man frei und fair und miteinander umgehen kann. Und vielleicht noch ein ganz kleines Wort oder ein letztes Wort dazu, bevor ich auf dieses hochinteressante Panel weitergebe. Es melden sich jeden Tag Leute bei der Themis, weitaus der größte Teil Frauen, weitaus der größte Teil junge Frauen. Ein Drittel davon sagt auch nie den Namen, also sie können zu Themis kommen und müssen ihren Namen nicht sagen, sie können beraten werden und so. Es bleibt alles sozusagen hochvertraulich. Es geht darum, auch so Sicherheit zu geben, dass man, wenn man ein blödes Gefühl hat, sich tatsächlich da auch nur aussprechen kann oder man geht einen Schritt weiter und dann würde Themis dafür beraten, dass man eine Beschwerde beim Arbeitgeber einreicht. Der Arbeitgeber muss nämlich dafür sorgen, also dass es einen guten, fairen Austausch am Set, auf der Bühne und so weiter gibt. Also Sie können mich oder ihr könnt mich gerne hinterher fragen. Ich habe diese blauen Flyer ausgelegt, da steht auch die Telefonnummer drauf, wo man anrufen kann. Und wie gesagt, alle Fragen sind herzlich willkommen. Wir beraten gerne oder die beiden Beraterinnen beraten gerne. Und egal, auch wenn man nur ein ganz blödes Gefühl hat, weil man die Sprüche so komisch findet, es lohnt sich immer, also anzurufen und sozusagen, wir arbeiten ja daran, dass es insgesamt also dann einen wirklichen Kulturwandel auch in der Branche gibt. So, jetzt habe ich große Lust auf euer Gespräch und vielen Dank. Ich glaube, vielen Dank, Eva Hubert. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt und auch eine ganz wichtige Initiative, weil wir sind noch weit entfernt davon, dass es in dieser Form eine Gleichberechtigung gibt und dass Frauen in dieser Form
auch anders behandelt werden. Ich sehe im Moment auch eher noch einen Backlash. Aber herzlich willkommen, guten Morgen. Ich bin Bettina Steinbrügge, ich bin die Direktorin vom Kunstverein in Hamburg. Ich freue mich, dass ich hier heute Morgen moderieren darf zu einem Thema, das uns alle, Sie werde ich gleich auch noch alle vorstellen, das uns alle wirklich angeht und auch seit geraumer Zeit umtreibt. Hat die Kunst Schuld am unmoralischen Handeln ihrer Schöpfer? Also wir sprechen darüber, über, kann man Kunst vom Werk, kann man das Werk vom Autor trennen? Sind es zwei unterschiedliche Dinge? Oder müssen wir es zusammendenken? Wir leben in Zeiten von einer Sensibilisierung, auch von ethischer Vorgaben. Kann man Lieder von Michael Jackson noch hören? Sollte Nolde im Bundeskanzleramt hängen? Schauen wir mit gutem Gewissen Filme von Riefenstahl, Polanski und anderen? Es gibt ja verschiedene Fälle, ich möchte jetzt mal einmal kurz auflisten, weil auch ich habe mich gewundert, wie sehr es sich durch die ganze Geschichte zieht. Also Karl André hat gemordet, Caravaggio hat gemordet, Benvenuto Cellini hat gemordet, Leone Leoni, Bertrand Cantat von der Gruppe Noir Désir hat gemordet, eine Schauspielerin, Marie Trintignant. Dann haben wir natürlich die MeToo-Debatte. Chuck Close, die Ausstellung wurde abgesagt. Bruce Weber in den Deichtorhallen wurde abgesagt. James Levine, Gian Lorenzo Bernini, Pablo Picasso, Placido Domingo, Harvey Weinstein, Balthus, Kevin Spacey, James Franco, Matt Damon. Dann die Künstler, die, wo es um Identitätsfragen gerade anderer Bevölkerungsgruppen geht, die nicht weiß sind. Die Dana-Schutz-Debatte in New York, muss das Bild von Dana-Schutz abgehangen werden, weil sie quasi den Totschlag eines Schwarzen darstellt. Wir haben rechte Bewegungen, irgendwie Emil Nolde, Albert Speer, Hans Albers, Gustav Gründgens, Neo Rauch heute eventuell, der sich nicht von der AfD lossagt, was in vielen künstlerischen Bereichen auch eine Diskussion ist, oder Axel Krause, für den quasi etwas abgesagt wurde, der aus einer Ausstellung ausgeladen wurde. Oder wir haben auch in Hamburg noch die Fälle von Zweletu Mateva, die Fotografie eines Südafrikaners, der gerade wegen Mordes angeklagt wurde, und dementsprechend wurde ein Bild aus der Ausstellung in der Hamburger Kunsthalle abgehangen. Das sind die Fragen, mit denen gerade Menschen, die sich die permanent Kunst zeigen, ob es ein Filmfestival ist, ob es ein Sommerfestival ist, ob es ein Jazzfestival ist, umgehen und sich die Frage stellen müssen, haben wir es hier bei der Kritik mit einem Tugendvorrohr zu tun? Wir sollen die Freiheit der ästhetischen Kategorien, wie Hanno Rauterberg sagt, hochgehalten werden. Wir haben es durch die Kunstgeschichte, wer außergewöhnliche Kunst erschuf, musste sich nicht an den moralischen Maßstäben halten. Es wurden Künstler wie Cellini von Papst Pius, ich glaube, Pius war es, der Dritte, freigesprochen, weil Künstler nicht die Maßstäbe entsprechen, die für den Rest der Bevölkerung gelten. Und in der Tat ist der gesellschaftliche Umgang mit Kunst immer wieder geknüpft an Entschuldigungen und Rechtfertigungen, an Umdeuten und Wegschauen. Oder bewahren wir dabei einfach die Freiheit der Kunst? Darum soll es heute gehen. Ich freue mich sehr auf ein wunderbares Panel. Ich möchte zuerst Tina Heine vorstellen, die neben mir sitzt. Tina Heine studierte Mathematik und Germanistik. Sie arbeitet in Hamburg und Salzburg. Seit 2016 ist sie Intendantin des Salzburger Jazz Festivals Jazz in the City. Und seit 1996 hat sie Hadley's Bar eröffnet, in dem es an unregelmäßigen Abendabständen um Politik und um Gesellschaft geht. Sie hat, ich springe jetzt ein bisschen, es tut mir leid. Sie ist zudem als Dozentin am Institut für Kultur- und Medienmanagement für die Themen Audience Development und Festival Management tätig, und sie hat lange im Jazzbereich gearbeitet, war Geschäftsführerin von Eljazz GmbH, hat die Hamburg Jazz GmbH gegründet, war Geschäftsführerin der Hamburg Jazz GmbH und so weiter. Herzlich willkommen. Hallo. Daneben sitzt Andras Siebold. Andras Siebold hat Philosophie und Kulturwissenschaften studiert in Berlin.
Er arbeitet seit 1996 in der bildenden Kunst wie auch im Theater- und Opernbereich. Er hat für die Documenta 1997 gearbeitet, für die Berlin Biennale 1998, war Studio Manager für Nan Goldin, hat die Galerie Nordenhake in Berlin betreut und dort mit neu eröffnet, war persönlicher Assistent von Robert Wilson, Assistent von Jan Bosse. Danach, ab 2002, war er Gastdramaturg am Theater in Basel. Dann war er bis 2007 Dramaturg an der Staatsoper unter den Linden. Dort hat er auch wieder mit Künstlern gearbeitet, wie Jonathan Mese, Xavier Leroy, Jimmy Durham. Und 2017 ging er dann nach Hamburg, wurde Dramaturg unter Amelie Deuffelhardt. 2007, genau, Entschuldigung. Ich habe sie richtig stehen. Und seit 2013 ist er künstlerischer Leiter des Internationalen Sommerfestivals. Herzlich willkommen, auch Andrasch. Dann möchte ich noch Melanie von Bismarck vorstellen. Melanie von Bismarck hat in Hamburg Kunstgeschichte und Archäologie studiert und über James Rosenquist promoviert. Sie hat in vielen Museen und Galerien gearbeitet, war unter anderem auch Kuratorin für das Filmfest Hamburg und ist Redakteurin, war Redakteurin für eine Fernsehzeitung, arbeitete als freie Kulturjournalistin beim Hörfunk, vor allem dem NDR, was sie heute auch noch macht, ist aber auch für Radio, Print, ist für Museen, arbeitet für den Hamburger Museumsdienst, für die Bundeskanzler Helmut Schmidt Stiftung und als Moderatorin für das Körperstiftforum. Seit 4 Jahren produziert sie auch Audioguides für die Deichtorhallen. Sie macht zusammen mit einer Kollegin kleine Videos für Museen und Ausstellungshäuser, hat viel in der Kunstvermittlung gemacht und war dabei auch für die Entwicklung einer multimedialen Computeranwendung für Museen mitgearbeitet, das sich European Museum Netzwerk nennt. Herzlich willkommen, Melanie von Bismarck. So, ich würde sagen, gehen wir doch einfach mal gleich Media in Res. Medias in Res. Bevor wir über das Allgemeine sprechen, für vielleicht auch Roland Barthes, der sich ja 1967 für den Tod des Autors ausgesprochen hat. Melanie von Bismarck, sollte Emil Nolde noch im Bundeskanzleramt hängen oder nicht? Das ist nicht meine Entscheidung. Hört man mich? Ja, aber ich möchte deine Meinung dazu wissen. Also ich finde, diese Diskussion um Angela Merkel, sie hat es falsch gemacht, sie hat es abgenommen, sie hat es zu spät abgenommen, sie hat es überhaupt abgenommen. Ich finde ihre Entscheidung ganz wunderbar, also nur noch mal zur Erinnerung. Die Stiftung Preußischer Kulturbesitz hat Frau Merkel darauf hingewiesen in einem Brief, dass das vielleicht doch sehr verfänglich wäre, jetzt angesichts der neuen Erkenntnisse zu Emil Nolde, diese beiden Bilder, die bei ihr im Zimmer hängen, weiter da hängen zu lassen. Sie hat sich ein bisschen, sie hat nicht gleich reagiert, denn Emil Nolde gehört seit ihren Jugendtagen zu ihren Lieblingskünstlern. Dann hat sie sich sozusagen geschlagen gegeben, dem Druck, dem Äußeren, der immer stärker wurde, hat gesagt, so, ihr kriegt diese Bilder für die Ausstellung, die laufende in Berlin, und danach will ich sie nicht mehr wieder haben. Dann war die Diskussion, was soll denn dann jetzt dahin? Dann hieß es, Schmidt-Rottluff können wir doch dahin hängen. Schmidt-Rottluff, leider dumm, hat sich auch antisemitisch geäußert, schon im Ersten Weltkrieg, fiel damit also auch weg. Dann hat der Sprecher von Frau Merkel verkündet, da bleibt erst mal ein Loch. Da kommt jetzt gar nichts hin. Worauf die Süddeutsche erst mal kritisierte, das wäre ja ziemlich feige und sie müsse sich positionieren und man könne doch Paula Modersohn-Becker hinhängen. Mal abgesehen davon, dass Paula Modersohn-Becker wahrscheinlich not amused wäre, da instrumentalisiert zu werden als Repräsentantin der Bundesrepublik, finde ich die Entscheidung, da eine Leerstelle zu lassen, ganz cool, extrem cool, weil diese Leerstelle beweist zu viel. Also wir sind ja in einem sehr politischen, die Politik ist ja ein symbolischer Raum, in dem alles eine Bedeutung hat und im Kanzleramt ganz bestimmt auch, was da an die Wand gehört, das steht auch repräsentativ für die Staatskunst oder wie sich Deutschland gegenüber den anderen Staaten darstellt. Wenn wir das Bild jetzt, wenn wir da irgendwas hinhängen würden, dann wäre das zugekleistert, dann wäre der Diskurs, die Debatte abgebrochen. Sie sagt, Merkel sagt durch ihren Sprecher,
ich will mich an dieser Debatte nicht beteiligen, das müsst ihr machen. Finde ich ganz richtig, denn mal ehrlich, unsere Bundeskanzlerin hat anderes zu tun, das ist nicht ihr Job. Wie gesagt, ich finde diese Lehrstelle sehr gut, denn da ist uns ja tatsächlich etwas abhanden gekommen, eine Legende, die über Jahrzehnte überdauert hat, die jetzt wie aus dem Nichts zerbrochen ist, wobei das eine ziemliche Heuchelei ist, wenn das jetzt so dargestellt wird, weil wir wissen seit Jahrzehnten, dass Emil Nolde Mitglied in der NSDAP gewesen ist, dass er ein Antisemit war, dass er ein Denunziant war und Pechstein denunziert hat, dass er also mit im Klartext auch ziemlich viele Arschlochqualitäten hatte und dass er systemkonform war, dass er sich angebiedert hat an das nationalsozialistische Regime. Das wissen wir eigentlich alle seit vielen Jahren. Und jetzt wird das so, wie ich finde, in einem seltsamen Maße hochgepusht, als hätte man uns alle betrogen. Wir waren diejenigen, die sich haben betrügen lassen, muss man dazu sagen. Also wie konnte sich diese Legende so lange halten? Auch das müssen wir uns ja fragen. Warum haben wir nicht vorher mal geguckt? Aber müssen wir ihn abhängen? Nein, auf keinen Fall. Okay. Auf keinen Fall. Ich finde das sehr interessant in dem Zusammenhang ein Interview mit Daniel Richter. Kriegt man bei YouTube, steht es, 20 Minuten in englischer Sprache, ein tolles Interview, wo Daniel Richter sich 2014 schon, da kam das ja zum ersten Mal groß raus, die Schwärzungen in der Biografie Noldes, was er selbst weggestrichen hat, was andere rausgestrichen haben. Und Daniel Richter sagt, ja, er war ein Nazi. Ja, ich versuche das jetzt mal zusammenzufassen. Ich werde ihm natürlich nicht gerecht. Unbenommen bleibt sein Werk so stehen. Und unbenommen ist sein Werk das Radikalste, was zu seiner Zeit geschaffen wurde. Und auch die Kritiker, auch die Kuratoren der jetzigen Ausstellung sagen, ja, wir haben mit Emil Nolde immer noch einen gewaltigen Maler, an den in seiner Fähigkeit keiner heranragt. Also ich halte das ja für ein politisches Klischee, aber ich glaube, darüber müssen wir uns jetzt nicht streiten. Okay, gut. Weil es gibt sehr viele Künstler in der klassischen Moderne, die eine ähnliche Qualität haben, auch Frauen unter anderem. Aber Andras, zum Beispiel, wie gehst du, wir kommen dann nachher nochmal zurück, Melanie, versprochen. Andras, wie gehst du damit um, wenn du programmierst? Also ist Kunst und Moral, sind das zwei unterschiedliche Kategorien? Ist der Autor bedeutungslos? Hast du da bestimmte Kriterien, wenn du das Sommerfestival machst? Also ich glaube, es kommt sehr darauf an, erstmal über welche Zeit wir reden, über welches Medium wir reden. Mhm. Es gibt einen interessanten Diskurs zum Beispiel in der Popmusik, weil in der Popmusik einfach der Autor, der Künstler zum Werk dazugehört. Also Michael Jackson ist ein Gesamtkunstwerk und nicht jemand, dessen Musik man hören kann, ohne an diese Figur zu denken, die mit weißen Handschuhen und so das ganze Ikonografische, was zur Musik von Michael Jackson gehört, das schwingt natürlich mit, wenn man diese Musik anhört. Das heißt, im Pop ist vielleicht nochmal der Zusammenhang zwischen Künstler und Werk sichtbarer als in anderen Sachen. Wenn man Wagner hört, denkt man vielleicht nicht so sehr an den Komponisten dahinter, wobei natürlich auch Woody Allen, nochmal ein anderes Thema, Film, aber auch Woody Allen ja diesen berühmten Satz gesagt hat, dass er immer das Bedürfnis hat, Polen zu überfallen, wenn er Wagner hört. Also auch den Autor nicht trennen konnte von den Komponisten nicht trennen konnte von der Musik. Aber ich finde, das ist ein Thema, was sozusagen immer eine Rolle spielen sollte. Und deswegen sitzen wir ja auch hier, weil, wie du sagst, die Debatte ist ja eigentlich wichtig. Wir können ja nicht sagen, was hätten wir gemacht damals. Aber ich finde, dass wir ein Bewusstsein jetzt darüber erlangen und auch öffentlich darüber diskutieren, dass es Zeiten gab, wo es einen entfesselten Sexismus gab, wo das Patriarchat normal war, dass niemand in Frage gestellt hat. Ich bin Schweizer, in der Schweiz dürfen Frauen erst seit den 70er Jahren wählen, zum Beispiel. Das muss man sich manchmal, glaube ich, wieder in Erinnerung rufen, wie jung eigentlich diese
die Freiheit ist oder die Debatten über Gender Equality und so weiter. Und das, finde ich, ist wichtig, dass wir uns jetzt darüber bewusst werden, in was für einem Kontext eigentlich diese Musik entstanden ist, in was für einem gesellschaftlichen Kontext. Und natürlich geht es, also ich bin zum Beispiel total dagegen, gegen Verbote, also jetzt Michael Jackson zu verbieten oder so. Ich finde, jeder soll Michael Jackson hören, weil es ist nicht nur Michael Jackson, sondern auch Quincy Jones natürlich, der die Sachen geschrieben hat, auch David Bowie und so weiter. Ihr merkt schon jetzt, das Fass wird unendlich, wenn man einmal anfängt. Aber für meine Arbeit auf die Frage zu antworten, bedeutet das schon, dass wir jetzt aktuell sehr genau gucken, in welchen Debatten bewegen sich Künstler, in welchem Kontext ist es. Und es gab Fälle, wo wir auch schon Leute explizit wieder ausgeladen haben. Das passiert nicht oft, weil ich auch, ihr kennt Kampnagel, in einem Bereich arbeite, der erstmal nicht vielleicht so verfänglich ist für Sexismus wie, sagen wir mal, ich nenne lieber kein Beispiel, aber sagen wir, es gibt andere vielleicht hierarchisch geprägtere Institutionen, die damit mehr Probleme haben als wir. Aber also zum Beispiel eine Gegenrede, lass mich kurz, Elvira Wilk schreibt in der Freeze, ist übersetzt, Work ist nicht nur ein Nomen, es ist auch ein Verb. Das eine ist untrennbar mit dem anderen verbunden. Wer das nicht einsieht, lässt Betroffene allein, die unter den Taten der Personen litten und vermitteln denjenigen, die Ähnliches überleben mussten, dass ihr Leid einen geringeren Stellenwert hat als die Kunst eines Menschen. Dieses ungleiche Verhältnis muss endlich ausgeglichen werden. Der Boykott von Michael Jacksons Musik ist ein erster Schritt. Ich finde das eine legitime Position. Auch die Simpsons haben ja... es gibt so eine Folge von 1991, Stark, Rave Dead oder so, wo Michael Jackson spricht, eine Simpsons-Folge, so ein Voice-Over. Und das wurde zum Beispiel nach der Neverland-Dokumentation rausgeschnitten. Und so. Also ich finde es legitim, dass man auch sagt, man verzichtet da drauf, man kann das boykottieren. Es gibt so viel andere Musik, man muss nicht Michael Jackson hören. Ich finde es nur falsch, das zu verbieten. Also Leuten zu verbieten, jetzt Michael Jackson zu hören oder so. Ich finde nur, auch so eine Position schafft ja ein Bewusstsein dafür, dass es einen Problemkontext um Michael Jackson gibt oder geben könnte. Und was ich nur sagen wollte bei unserer Arbeit, wie wir das machen, ich glaube, es ist sehr wichtig, dass man dieses vielleicht geschärfte Bewusstsein, was auch vielleicht so eine Debatte wieder ein bisschen... Wo so eine Debatte auch wieder dazu beiträgt. Alles, was wir machen jetzt, hilft eigentlich, um die Debatte voranzutragen. Ich finde es wichtig, dass wir in verantwortlichen Positionen diese Debatte immer mitdenken und uns mit einem großen Bewusstsein daran gehen. Wir hatten zum Beispiel einen Fall, ich sag mal ein Beispiel, es gab eine Band, die heißt, ich kann es auch sagen, The Pop Group, obwohl mir der Anwalt danach gedroht hat, wenn ich das öffentlich mache, kriege ich Briefe, aber wofür nehmt ihr das eigentlich auf? Genau, ich muss erst mal fragen. Aber egal, es gab ich erzähle es mal so, dass ich da nicht in rechtliche Schwierigkeiten komme. Es gab The Pop Group, ist eine bekannte Artband. Mark Stewart ist der Sänger. Und wir hatten mit anderen Orten, unter anderem der Volksbühne und so, eine kleine Tour angesetzt, so ein Revival von einer ziemlich einflussreichen Band. Dann gab es, als wir hatten es noch nicht veröffentlicht, aber als wir das geplant haben, habe ich, so wie immer, mit Leuten natürlich darüber gesprochen, mich informiert und dann habe ich gesehen, dass es eine ziemlich große Diskussion um den Sänger gab, wegen sexueller Gewalt. Und so, und was macht man da? Das ist sozusagen, es gab kein Gerichtsurteil, es gab keine offizielle Verurteilung, also keine handfesten Fakten, nach denen man hätte sagen können, nein, geht nicht. Aber es gab genug Gerüchte aus unterschiedlichen Ecken, wo ich dachte, okay, da habe ich jetzt eine Verantwortung, dem zumindest mal nachzugehen oder mal zu hören, was ist das? Ich habe natürlich erstmal mit den anderen Kollegen gesprochen, was wisst ihr darüber und so. Und dann habe ich eins gemacht, ich habe die Frau, um die es ging, angerufen. Und so, und habe sie gefragt, sag mal, weil ich die Nummer hatte und die Kante irgendwie schon mal getroffen hatte, und habe sie einfach gefragt. Dann habe ich gehört, dass diese Frau nicht mehr in Deutschland lebt, sondern nach diesem Vorfall
die das mit Polizei und Krankenhaus und so weiter geendet ist, dass sie dann auf eine Insel gezogen ist und seitdem irgendwo in der Karibik, Azoren, irgendwo lebt, also auch das Land verlassen hat, einfach aus Angst von diesem Mann. Und ich dachte dann, wenn nur 10% von dem stimmt, was diese Frau mir erzählt, dann ist es Grund genug, dieses Konzert nicht zu machen. Und habe das dann auch der Agentur geschrieben und dann kam sozusagen die anwaltliche Drohung zurück, wenn ich das irgendwie, diese Vorwürfe weiter verbreiten würde, dann kriege ich richtig Ärger, weil das ist Verleumdung sozusagen und so. Und wir haben dann auch nichts öffentlich dazu gemacht, nicht gesagt, wir klagen den an, aber wir haben es einfach nicht gemacht. Und so. Aber es war sozusagen so ein Fall, wo wir tatsächlich, finde ich, in der Pflicht waren, dann auch zu sagen, wir machen es nicht. Man könnte natürlich sagen, wir wären vielleicht auch in der Pflicht gewesen, das doch öffentlich zu machen, uns zu positionieren, zu sagen, das ist trotzdem, ich war da ein bisschen in der Zwickmühle, weil ich dann nicht ich hatte mich nicht so als die moralische Instanz dann gesehen, die das nochmal anklagt oder offen macht, weil es war ja schon öffentlich. Man kann das auch nachgoogeln. Liebe Tina Heine, es gibt ja gerade auch, ich habe so ein bisschen gegoogelt, im Jazzbereich auch gerade eine große Diskussion darüber. Also soll man auch 50% Frauen zeigen? Wie sieht eigentlich die Quotenregelung aus? Also Jazz und ich glaube auch der Filmbereich ist ja, hat da ja noch ein gewisses Nachholbedarf ein Stück weit. Oder zeigt man so Künstler wie Robert Glasper, ich weiß nicht, ob ich ihn richtig ausspreche, der gerade auch im Rahmen der MeToo-Debatte angeklagt wird. Also wie gehst du damit um, auch jetzt mit dem Jazzfestival in Salzburg? Oder wie siehst du das im Jazzbereich? Also ehrlich gesagt habe ich mich mit der Frage relativ wenig befasst bei meiner Programmierung. Ich habe jetzt nicht einzelne Künstler überprüft, ob sie ein Thema kleben haben. Also es war irgendwie nie, vielleicht auch so ein bisschen daher, weil für mich gerade die Jazzmusiker immer für wahnsinnig viel Freiheit standen. In den 70er Jahren große Respektbewegung der Musiker, also Gleichberechtigung, schwarz, weiß, im Jazz auch schon sehr früh Frauen eigentlich große Rollen spielten. Sie waren nur dennoch nicht so viel auf der Bühne, weil das einfach so auch ein Erziehungsthema war bei Frauen. Ja, also so das Mädchen haben vielleicht Geige gespielt oder Klavier, das sah ganz hübsch aus, aber ein Saxophon, das ist ja, soll man lieber nicht, das sieht nicht so gut aus, wenn man das spielt. Und das hat, also es gibt ja so auch Erziehungsmotive, in welche Richtung Künstlerinnen vielleicht gedrängt werden, auch von ihren Eltern oder so, was die Gesellschaft so vorgibt. Und aus dieser ganzen Jazz-Szene ist eigentlich eine sehr ja, ich empfinde es oft als eine sehr freie, offene, sehr gerechte, sehr bewusste, sehr politische Musik, in der auch viel diskutiert wird über Gerechtigkeit. Also nicht umsonst haben wir richtig recherchiert seit vielen Jahren Debatten auch um dieses Thema, ob wir nicht auch als Kuratoren mehr darauf achten müssen, sowas wie Gleichberechtigung oder so zu sehen. Da befasse ich mich tendenziell eher mehr mit, als damit, ob ein Künstler, ich sage es mal am Beispiel, wäre das Chick Corea, und weil der Scientologe ist, bucht man den oder bucht man ihn nicht? Die Frage hat sich bei mir nie gestellt, weil der so teuer ist, dass ich ihn mir weder für Ape Jazz noch für Jazz in the City leisten könnte. Und was ich schon mache, ist, also wir haben natürlich durchaus Künstler auch mit politischen Statements, ja, und man hat manchmal so ein Programm, wo man sagt, die haben gerade eine wichtige Stimme und die möchte man zu Wort bringen. Also wenn Theo Croker dieses Jahr spielt, der sich stark diesen afrofuturistischen Themen annimmt, dann natürlich, man kontextualisiert das, man erzählt das. Wenn ich mitkriegen würde, dass es irgendwelche Skandale um einen Künstler gibt, würde ich natürlich genauer hingucken, aber ich überprüfe es nicht genau. Was ich schon mache, ist, wenn ich eine Band mit palästinensischen Künstlern habe, die sich 47 Soul nennen und deren Musik ich klasse finde, lasse ich mir von jemandem, der die Texte lesen kann, die Texte übersetzen, weil ich einfach wissen will, wird dazu irgendwas aufgerufen oder ist das einfach ein klares Statement für Gerechtigkeit, Gleichberechtigung, für einen anderen Dialog. Also sowas muss man ganz sicher überprüfen. Man kann nicht blindwütig alles buchen. Was ich bei mir selber beobachtet habe, ich bin jemand, sagen wir mal, wenn wir über dieses Frauenthema reden, dass das für mich nie ein Thema war. Also so Gleichberechtigung, Übergriffigkeit, also mir ist das einfach nie passiert. Oder wenn mir ein Kompliment gemacht worden ist, was ein bisschen eindeutiger war, dann bin ich mich vielleicht gefreut oder so. Ja, also mir ist das nie passiert. Ich habe immer ein sehr selbstbestimmtes Leben. Ich bin quasi Kulturunternehmerin. Ich musste mich nie bewerben. Ich musste nie für jemand arbeiten. Ich habe immer nur für mich selber gearbeitet und bin tatsächlich durch Amelie
eigentlich auf das Thema gestoßen worden vor ein paar Jahren, weil die rief mich mal an und sagte, oh, Tina, kannst du morgen für mich einspringen? Ich muss einen Vortrag in der Handelskammer halten und vor dem so einem Verband Frauen im Management. Und ich muss zu meiner Mutter, da geht's nicht gut und kannst du einspringen? Da habe ich gedacht, na, ist irgendein Kunst-Kultur-Thema. Ja, habe ich gesagt, kann ich machen, um was geht's denn? Und dann sagte sie, es geht um die Genderfrage in der Kultur. Und ich dachte, oh, das ist gar nicht mein Thema. Ich kenne mich nicht aus, habe mich damit nicht befasst. Und dann sagte sie, ja, aber meine Mitarbeiterin hat da schon eben mit recherchiert und ich kann ihr ein paar Sachen schicken. Und dann habe ich echt bis nachts um eins da gesessen und bin in dieses Thema eingetaucht. Dachte, ah, okay, ja, so und so viel studieren das und das und 90% oder 95% sind der Intendanten der leitenden Position sind männlich besetzt und die anderen weiblich besetzt. Also man kommt so auf Themen, manchmal muss man da erst einsteigen. Und ich habe heute hier zugesagt, weil ich dieses Buch von, aus dem du ein bisschen zitiert hast, die Krise der Kunst, nee, oder die Freie ist die Kunst frei, und die Krise des Liberalismus. Das habe ich mir besorgt, weil der Titel mich angesprochen hat, weil ich dachte, muss ich reinlesen. Und ich habe das in einem Rutsch durchgelesen und bin mit einem Bauchgefühl von Ambivalenz daraus gegangen. Ich wusste nicht, stimme ich zu, stimme ich dagegen? Also die MeToo-Debatte, die ist da ja nicht drin. Auch nicht die Gender-Debatte. Es war lustig, es gab heute Morgen... Ansätzen schon ist sie auch drin. Ja, aber es gab heute Morgen einen Tweet, ich habe ihn gesucht und habe ihn nicht gefunden. Wenn man sich die Zahlen anschaut, wie Frauen bezahlt werden und wie viele Frauen in bestimmten Positionen sind, auch im Kulturbereich, dann wird man demütig, weil die stimmen immer noch nicht. Und es ist interessant, es gibt so etwas wie Cooling Out. Ich habe mal vor 20 Jahren ein Projekt dazu gemacht, dass es eben auch von Frauen oftmals nicht gesehen wird, wie sehr eine bestimmte Ungleichheit eigentlich da ist. Und das hatten wir mit Studentinnen der Kulturwissenschaften gemacht. Das waren 90%. Wir wollten über Illusion der Chancengleichheit von Bourdieu sprechen. Und dann sagten alle, dann haben wir gefragt, wo geht es denn um Chancengleichheit? Und keiner sagte um die Chancengleichheit von Männern und Frauen. Und dann haben wir das mal angesprochen. Und dann sagten sie, nee, uns geht das nichts an, weil wir haben die Gleichheit. Das war total interessant. Das ist ein Phänomen, auch quasi in der deutschen Kultur. Aber nochmal zu Rauterberg. Es ist gut, dass du Rauterberg ansprichst, weil da würde ich nämlich weitermachen. Weil Rauterberg proklamiert eine Freiheit der Kunst und das auch mit sehr, sehr guten Argumenten. Die Frage ist, über welche Freiheit der Kunst wir hier sprechen. Auch wenn ich jetzt zum Beispiel auch noch mal über Nolde, wenn man sagt, okay, Nolde war der wichtigste deutsche Künstler. Ich bin bei solchen Sachen immer vorsichtig. Es gab viele deutsche Künstler und Künstlerinnen. Missverständnis. Ah, okay. Wollte ich so nicht sagen. Oder die Frage auch, wenn ich in die Moderne schaue, über welche Moderne sprechen wir? Wenn wir darüber sprechen, sprechen wir meistens über die Moderne des westlichen weißen Mannes. Und wir haben jetzt eine Globalisierung erfahren in den letzten 20 Jahren, wo genau das hinterfragt wird. Ja, wo plötzlich neue Künstler auftauchen, wo plötzlich neue Fragestellungen auftauchen. Also wie geht man dann damit um? Ja, also gerade wenn ich beim Rauterberg bleibe, wir hatten letzte Woche eine Diskussion mit ihm, wo es genau auch um diese Themen ging. Welche Gleichberechtigung ist es, von der wir hier sprechen? Oder welche Freiheit der Kunst verteidigen wir hier eigentlich? Also das würde ich jetzt mal an alle drei geben. Ich hätte ja mal eine Frage an dich. Okay, gerne. Also du als Leiterin einer Institution, und ich bin sehr froh, dass ich nicht die Verantwortung trage, die ihr drei zu tragen habt, weil ich glaube, man muss wohl von Fall zu Fall entscheiden, so wie du das auch schilderst oder wie du das schilderst, dass man reingeworfen wird, konfrontiert wird, dass man gar nicht systematisch jetzt abfragt, sondern sagt, oh, ich stehe jetzt vor dieser Entscheidung. Wenn du jetzt entscheiden müsstest, jetzt im Kunstverein ist das absurd. Sagen wir, du wärst die Leiterin eines Museums und du kriegst das Angebot, Balthus zu zeigen. Vielleicht die Gitarrenstunde, das anstößigste, das am meisten versteckte Bildwerk der letzten Jahrzehnte wahrscheinlich. Würdest du es zeigen? Würdest du von Kirchner die Frenzy-Zeichnungen zeigen, wo das achtjährige Modell auf dem Sofa hingeräkelt mit gespreizten Beinen dem Betrachter entgegensteht, was Anlass gegeben hat, damals über Pädophilie bei den Expressionisten
nachzudenken, die eben mit so jungen... Bei Kirchner würde ich drüber nachdenken, Balthus würde ich zeigen, ganz klar. Mhm. Ohne also Balthus würde ich, aber es ist eine Frage, glaube ich, heute auch der Kontextualisierung. Also ich bin auch übrigens dagegen, Bilder abzuhängen. Wenn sie da hängen, hängen sie, dann gehe ich damit um und dann brauchen wir auch einen gesellschaftlichen Diskurs darüber. Und ich glaube, dass es sehr richtig ist heute, dass wir diesen gesellschaftlichen Diskurs haben, dass wir diskutieren, ob Kevin Spacey aus dem Film rausgeschnitten wird oder nicht oder ob wir Balthus zeigen. Und ich glaube, ich würde Balthus zeigen, ja. Und was ist mit dem Opferschutz? Also wenn wir jetzt über sexuelle Übergriffe an Minderjährigen sprechen und unsere Gesellschaft ist voll davon, wie kann man denn so ein Bild dann noch zeigen? Läuft das dann darauf hinaus, auf das, Rauterberg hat so einen schönen Begriff dafür, komme ich jetzt nicht drauf. Also muss da jetzt eine Tafel daneben hängen? Muss das in einem extra Raum gezeigt werden, Zutritt unter 16 Jahren verboten? Ich meine, das machen wir jetzt ja auch. Wir haben gerade eine Ausstellung, wo wir auch einen Disclaimer da stehen haben. Also Sie müssen sich selbst entscheiden, ob Sie Ihren Kindern Sextoys, also Sexspielzeug, aussetzen wollen oder nicht. Ich glaube einfach, dass man das dem Besucher überlassen sollte. Man kann ihn vorher darauf hinweisen, aber auf einer eher neutraleren Art und Weise, nicht unter 16 Jahren verboten. Also es kommen übrigens viele Kinder in diese Ausstellung, die finden das super. Ich weiß auch nicht, was das Schlimme an Geschlechtsteilen ist, ehrlich gesagt. Aber das ist, ich glaube, und da ist hier auch wieder die Frage, also was trauen wir unserem Publikum eigentlich zu? Und wie gehen wir damit um? Wie diskutieren wir eigentlich das, was wir da zeigen? Wir könnten ja die Hälfte der Kunstgeschichte abhängen. Wir könnten relativ viel machen. Also wie gehen wir mit den Unzulänglichkeiten der Menschen um? Andrasch. Ich habe manchmal ein bisschen das Gefühl, dass ich finde es total wichtig, dass wir vielleicht gerade etwas, für mein Gefühl schon fast zu intensiv, da überall darüber debattieren und diskutieren und alles wirklich zerflickt wird. Ich habe das Gefühl, es hat einen unheimlich hohen Individualisierungsgrad, also die Befindlichkeiten der ganzen unterschiedlichen Perspektiven der Persönlichkeit, die an unterschiedlichsten Ecken und Enden angegriffen werden können. Das ist ja momentan, das ist ja sowieso eine Hypergereiztheit, die man da irgendwie spürt, bei ob es um diese Sexualität, ob es um Geschlecht, Farbe, was immer es geht. Ich finde es wichtig, dass wir darüber diskutieren, und ich finde es gerade wichtig, wenn wir sozusagen in der Kunst und mit diesen Öffentlichkeiten, mit diesen Flächen, die wir haben, diese Diskussion auch aufnehmen und dass wir diese, wir haben die Möglichkeit zu kontextualisieren, und das ist eigentlich ja die Kraft, die wir haben, das ist ja auch das, was Rauterberg sagt, das ein bisschen das Blöde ist, wenn es dann eben aus dem Museum rausgeht, weil nämlich irgendwas abfotografiert wird und irgendwo im Netz läuft und der ganze Kontext geht flöten und die Erklärung und die Diskussion darum. Ich habe so ein bisschen manchmal so ein Bauchgefühl, dass, wovor wir eigentlich Angst haben. Also so, was man da sieht, wir reden von vielen, das sind ja alles menschliche Hervorbringungen, ja? Also übertriebene Sexualität, übertriebener Sexualdrang, Gewaltfantasien, also das, mit was wir da konfrontiert werden, oder wenn ich rede jetzt mal nicht aus der Opferperspektive, sondern einfach zu sagen, da wird etwas zur Schau gestellt, was eigentlich urmenschlich ist. Ist das auch die Angst ein bisschen vor uns selber, die Angst davor, irgendwie zu ertappt zu werden? Weil das sind ja nicht irgendwelche Aliens, die da irgendwas gemeint haben, das sind Menschen so. Und das, da habe ich immer so ein bisschen da kommt mir so ein Moralbegriff auch da. Wo fängt die an, wo hört die auf? Und unsere Moral ist ja auch nicht die gleiche wie in vielen anderen Kulturen. In vielen anderen Kulturen werden immer noch 12-Jährige verheiratet. Und also wer entscheidet jetzt, was richtig und was falsch ist? Und da habe ich das ist eine wahnsinnig wichtige Diskussion. Gleichzeitig hätte ich Angst vor zu viel Reglementierung und Entscheidungen und Richtlinien, was man jetzt noch zeigen kann und was man nicht zeigen kann. Was ich ganz wichtig finde und was mir so bitter aufstößt, ist, dass zurzeit in der Öffentlichkeit immer nur die Künstler verhandelt werden, die ja nur die Spitze des Eisbergs darstellen. Das sind ja nicht Menschen, die außerhalb der Gesellschaft stehen, sondern sie sind Teile der Gesellschaft. Und es gibt einen
Buch, das über Künstler als Verbrecher oder Künstlerverbrecher geschrieben worden ist, wo all diese Verfehlungen in der Geschichte aufgezählt werden. Mit der empirischen Untersuchung, ist jetzt der Künstler per se ein größerer Verbrecher als der Normalbürger? Nein, ist er nicht. Wie gesagt, er ist eben Teil der Gesellschaft. Und was ich vermisse bei der derzeitigen Diskussion, ob es jetzt um Kevin Spacey geht oder um wen auch immer, ist immer der Rückschluss in die Gesellschaft, dass das ja eben nur ein Repräsentant ist und kein besonderer Mensch und dass wir immer gleich den Rückschluss auf die Verfehlung in der Gesellschaft, auf das Bild. Aber das ist ja die Diskussion, wenn wir sie weiter auseinandernehmen. Ja. Also ist der Künstler Teil der Gesellschaft? Also fällt er unter die Instanz, die den normalen Menschen betrachten? Das ist die Diskussion seit Pygmalion. Die zieht sich durch, auch immer noch durch unseren Kunstbegriff seltsamerweise. Und die Frage ist ja, manchmal ist es das Werk, also wie bei Balthus oder so, manchmal ist es dann eher der Künstler, wie bei Emil Nolde oder Chuck Close. Also wir haben da ja auch noch eine Unterscheidung, also gehen wir gegen den Künstler vor oder gehen wir gegen das Werk vor? Können wir das Werk, und da können wir vielleicht mal bei Kevin Spacey bleiben, bringt es eigentlich was, wenn ich Kevin Spacey aus dem Film schneide? Also ist das okay oder nicht? Andras, hast du eine Meinung dazu? Also ich finde, die Frage ist ja, wem bringt das was? Gell? Ja, genau. Und erstmal würde ich jetzt natürlich jedem erstmal einen hehren moralischen Grund auch unterstellen oder so. Gleichzeitig ist es natürlich so, dass wahrscheinlich ein Film schlechter zu vermarkten ist mit Kevin Spacey drin als ohne Kevin Spacey. Das heißt, die Entscheidung, Kevin Spacey rauszuschneiden, ist wahrscheinlich, würde ich jetzt mal unterstellen, auch vor allem eine wirtschaftliche. Ja. Und dann muss man sich natürlich fragen, gut, wem bringt das was? Wahrscheinlich dem Film, sehen mehr Leute, den anderen Schauspielern, weil der Schaden begrenzt wird durch ein Rausschneiden. Gleichzeitig ist das Rausschneiden aber vielleicht auch wieder gut, weil es eben die Diskussion weiter antreibt, weil es die Debatte weiter antreibt. Ich finde, Kevin Spacey ist eh so ein schwieriges Beispiel, weil der einfach anscheinend ja ein bisschen irre ist. Also wenn man diese letzten Videos anschaut von diesem Silvesterauftritt, wo er wieder zurückkommt, versucht wieder so eine Form zu finden, so alles. Das ist vielleicht auch ein bisschen nachvollziehbar in seiner Situation, aber er ist, ich glaube, er steht einfach exemplarisch für eine Art von Verhalten, die sehr typisch ist. Und das ist vielleicht eher das Problem. Ich meine, wir haben das Gleiche mit Daniel Barenboim in der Oper gerade. Auch ein Typ, der sehr selbstbezogen war und wahrscheinlich über, also ich habe ja 4 Jahre mit dem, ist, ja genau, ich kenne ihn nur, weil ich ja 4 Jahre, hast du gesagt, da an dieser Oper war. Und er ist jemand, der dem geht es um eine Sache und das ist um sich selbst. Also dem ist es im Prinzip egal. Und man kann natürlich sagen, dass der verkörpert auch noch so den alten Geniekult des Künstlers, um den sich alles zu richten hat. Das ist aber auch die Klassik. Also genau, das ist die Klassik. Deswegen habe ich ja auch am Anfang gesagt, es kommt ein bisschen darauf an, über welches Medium man spricht. Aber ich finde trotzdem auch, Kevin Spacey ist natürlich jemand, der so ein bisschen diesen Star-Kult noch verkörpert, der einfach wahrscheinlich viele Sachen gemacht hat, die sich andere Leute in anderen Positionen gar nicht trauen würden, selbst wenn sie das Bedürfnis haben würden. Das heißt, ich finde eher, wenn man über Kevin Spacey redet, dann muss man eher darüber reden, in was für Systemen wird eigentlich gedreht, wie ist das Bewusstsein an einem Filmset vielleicht auch für ein Miteinander, wie weit wird auch so ein Statum, so eine Besonderheit gepflegt und so weiter. Ich finde, das sind dann eher so Fragen, die... Ich glaube, wir haben da wirklich einen Paradigmenwechsel im Moment, der auch sehr wichtig ist. Und ich glaube, alle, die wir hier auch sitzen, sind da auch sensibilisiert mittlerweile. Weißt du, ich fand das gerade ganz wichtig, was du gesagt hast mit diesen Systemen, weil ich merke das immer wieder, ich bewege mich so zwischen den Systemen. Ja, ich habe gerade ein großes Projekt am Mozarteum, also bin komplett in dieser Klassikwelt. Die empfinde ich, es ist eine komplett andere Welt mit ganz anderen sozusagen auch Umgang mit Künstlern. Das ist ein bisschen so der Meister, ja, also man ist sozusagen viel ergebener. Das kenne ich in meinem System Jazz gar nicht. Die Jazzmusik, also viele, der, sagen wir mal, 80% der Jazzmusiker wollen gar keinen Superstar, die wollen hinten mit den anderen sitzen, die wollen mit den jungen Musikern und sowas. Dann haben wir das System Kunst, wo sozusagen desto mehr Exaltiertheit
da ist und jeder muss sozusagen für sich selber ja auch kämpfen. Die meisten bildenden Künstler sind alleine, die arbeiten nicht in Kollektiven. Das bringt auch wieder ganz andere sozusagen Persönlichkeiten und Systeme hervor, der Kunstmarkt an sich. Man kann sozusagen auch das, was teilweise, oder die Filmindustrie ist wieder was, ich glaube, das hast du auch gemeint, du hast die unterschiedlichen Systeme. Die Filmindustrie, das ist es. Also ich denke, Hollywood wollte sich eine weiße Weste waschen. Nach Harvey Weinstein haben alle fokussiert auf Hollywood. In den Interviews mit Sharon Stone und anderen Schauspielerinnen kam immer wieder raus, ja, das ist bei uns an der Tagesordnung. Und das Bild, was entstand, war, speziell Hollywood, speziell im Filmbusiness kommt es zu diesen sexuellen, ich muss aber schon, also wenn ich mit Filmprogrammern und Kritikern und so weiter zusammensetze, muss ich manchmal schon insistieren und sagen, okay, wir haben jetzt irgendwie 2 Stunden über Männer gesprochen, könnt ihr mir jetzt mal bitte die 10 letzten Frauen nennen, die einen guten Film gemacht haben. Dann müssen sie erst mal 3 Minuten nachdenken und dann geht's los. Also die Filmindustrie hat schon durchaus auch ein Problem und viele Schauspielerinnen sind auf die Barrikaden gegangen und haben sich auch zu Recht dahingestellt. Also bei Kevin Spacey glaube ich auch, dass es eine wirtschaftliche Frage war, aber man muss sich trotzdem, muss man das, glaube ich, was da gerade passiert, ist auch der Versuch, einen Paradigmenwechsel einzuleiten, der auch, glaube ich, sehr wichtig ist für diese Filmszene. Aber wohin, ist ja die Frage, oder? Ja, das Interessante ist ja, dass wir eigentlich so 2 Sachen am Anfang so nebeneinander stehen haben, nämlich einerseits Gender Pay Gap, Gleichberechtigung und eine Art von Gender Equality auch in der Programmierung und so, und auf der anderen Seite ein Missbrauch und so. Und erstmal würde man ja denken, das sind eigentlich 2 Phänomene, die gar nicht, die jetzt unabhängig voneinander zu betrachten sind, sind sie aber nicht. Das ist eigentlich das Interessante, weil wenn wir über systemischen Missbrauch reden, also über einen Missbrauch, der sozusagen von einem System befördert wird, dann hat das eben viel damit auch zu tun, wie diese Systeme gebaut sind. Und ich finde das, weil du hast eben was Schönes gesagt, wo man so schön widersprechen kann, das wollte ich noch ja, tun. Ja, okay, dann tu das. Weil du gesagt hast, natürlich im Jazz ist das alles anders. Wir hatten schon immer Frauen und es gab auch schwarze Frauen und so. Und für mich spielt das eh keine Rolle. Und ich finde, es sollte aber eine Rolle für die spielen. Weil das ist so eine Sache, die ich für mich als Erkenntnis habe. Ich bin auch immer so rangegangen, dass wir arbeiten sehr viel mit schwarzen Menschen, mit People of Color und so weiter. Und ich dachte immer, für mich spielt das doch keine Rolle. Mir ist doch egal, ob jemand schwarz oder weiß ist. Bis ich dann irgendwie durch verschiedene Gespräche oder auch Bücher wie das tolle Buch von Edo Lodge, Why I'm Not Talking to White People About Racism Anymore, kann ich nur empfehlen, gelernt habe, dass selbst wenn es für mich keine Rolle spielt, muss ich vielleicht den Gedanken immer mittragen, dass es für die andere Person eine Rolle spielt. Aber da muss ich dir gleich wieder sprechen. Aber lass ich sofort zu Ende, weil du sagst, für dich als Frau spielt es keine Rolle, weil du eh so ein Ding machst. Nur, du weißt ja, ich bin auch da im Jazz ab und zu aktiv. Wir machen auch Jazzfestivals. Und es ist bei weitem nicht so, dass es im Jazz irgendwie eine Art von Gleichberechtigung von Frauen gibt, sondern die Programme dieser Musikfestivals, Jazzfestivals, sind zu 80% immer noch Männer. Und das entspricht aber nicht der Realität der musizierenden Künstlerinnen. Weißt du, und das ist, und solange du, und vielleicht spielt es bei deinem Festival keine Rolle, aber solange du nicht selber auch sagst, es spielt noch leider eine Rolle, auch wenn es für mich keine Rolle spielt, wird sich nichts ändern. Verstehst du? Aber jetzt muss ich dir widersprechen, weil dann ich habe nur angefangen, ich habe gesagt, mich hatte das nie betroffen, bis das dann mit Amelie mal kam, dieses Thema, ja, dass ich auf einmal mich mit diesem Thema Gender befasst habe. Ich bin im European Jazz Network und da in diversen Arbeitsgruppen, da setzen wir uns extrem dafür ein und versuchen, sind auch im Austausch mit der Union Deutscher Jazzmusiker, da geht es um all diese ganzen Themen. Ich bin seitdem das Amelie gesagt hat, habe ich auch mal auf mein Programm geguckt und habe gedacht, boah, Elbjazz war irgendwie 80-90% männlich besetzt. Wirst du in meinen letzten 3 Programmen nicht mehr finden. Ich mache das mittlerweile. Ich musste aber sensibilisiert werden. Das habe ich gesagt. Ich habe gesagt, für mich war das nie ein Thema, aber es ist in der Tat so, und da muss ich dir widersprechen, weil es ist nicht die gleiche Anzahl an Musikerinnen und Musikern da draußen. Es ist nicht so. Und wir müssen uns dahin bewegen und es bewegt sich viel. Und das ist ganz, ganz toll. Wir müssen Vorbilder schaffen. Wir müssen die Frauen, die was zu sagen haben, in den Vordergrund stellen. Wir müssen das dementsprechend behandeln und müssen die Frauen nicht auf die Nebenbühnen, sondern auch auf die Großen stellen. Aber ich werde definitiv keine 50-50-Quote zusagen, solange ich das noch nicht finden kann. Aber wir bewegen uns dahin und es passiert ganz viel. Wir haben immer mehr weibliche und junge Kuratorinnen auch. Also vor 10 Jahren war ich mit einer der ersten. Das Jazzfestival in Berlin hat es übrigens geschafft, nur mal so als Gegenbeispiel. Gell? Das wurde ja auch überall besprochen, dass da... Ich weiß, ich bin sozusagen mein Dienst, mein Sparringsparty sehe ich heute Abend, weil wir in Darmstadt bei der Konferenz Position über das Politische im Jazz reden werden. Und ich stimme ihr da nicht zu.
ich stimme ihr da nicht zu, bei diesem 50-50 machen müssen, aber wir reden darüber, wir thematisieren es bei jeder Festivalprogrammierung, thematisieren wir dieses Thema Frauen und versuchen die auch zu stärken. Also wir thematisieren auch das Thema, das finde ich nämlich super wichtig, nicht nur die Künstlerin, sondern wirklich, wo sind die weiblichen Intendanten und wo sind die Programmmacher. Als ich ins European Jazz Network einstieg, da gab es, glaube ich, 120 europäische Jazzfestivals und ich glaube, ich war eine von drei Frauen. Mittlerweile sind wir knapp 20. Und das ist in 10 Jahren, das ist was, uns bewegt sich dahin. Und ich glaube auch, und wir sind nämlich viel dynamischer und kollaborativer, als die da seit 40 Jahren das sozusagen männlich gemacht haben. Aber auch die jungen Männer sind anders. Die sind aufgeschlossen. Und da ist gerade, da passiert ganz viel. Ich bin ganz positiv, aber dennoch trotzdem nicht blind. Also man merkt ja, dass man was damit bewegt. So. Glaubt ihr denn wirklich, dass ihr mit diesem Paradigmenwechsel, wie du es jetzt ausdrückst, der jetzt offensichtlich im Gange ist, wenn ich euch so höre, dass sich die Situation ändert, dass sich gesellschaftlich, dass ihr rückwirken könnt? Ich glaube schon, dass sich derzeit was ändert. Ja. Der Meinung bin ich sehr wohl. Und es ist eine Frage, wir haben gerade, und das ist das Interessante daran, wir haben gerade einen Backlash in einer bestimmten Art und Weise und den haben wir auch von rechts. Das ist eine interessante Form im Moment. Wir haben von links, auch von Identitätspolitiken, die Frage, also schaut mal richtig hin, was ihr da wirklich macht und welchen Kunstbegriff verfolgt ihr. Und von rechts haben wir eine ganz andere Frage. Also es kommt ja gerade von beiden Seiten. Deswegen war auch bei Hanno Rauterberg die Freiheit der Kunst zu verteidigen, war auch, glaube ich, eine Antwort darauf, dass von rechts eben auch die uneingeschränkte Freiheit der Kunst hinterfragt wird und man sagt, naja, es soll alles ein bisschen nationaler sein, ja, also Kultur als politisches Streitfeld oder da ist ja die Frauenfrage gar nicht gestellt und also viele Angriffe kommen ja auch, das ist ja back to der guten alten Zeit, die wir mal hatten, ja, und das ist das, wo wir gerade navigieren müssen, meines Erachtens, zwischen diesen beiden Polen, die da laufen und schauen müssen, also wie gehen wir damit um, wie schaffen wir eine bestimmte Gerechtigkeit für etwas, was vorher nicht gerecht war, das war eine weiße Hegemonie und daraus, unsere Kunstgeschichte ist aus einer weißen Hegemonie geschrieben. Wenn ich jetzt für die Kunst spreche. Und wie verteidigen wir aber bestimmte Freiheiten, die seit der Aufklärung Teil unserer künstlerischen Auseinandersetzung sind? Also wie können wir das diskutieren? Ich würde jetzt gerne aber an diesem Punkt, ich wollte es eigentlich viel früher machen, das mal öffnen. Also gibt es Anmerkungen, Diskussionen? Es gibt hier ein Mikrofon. Gibt es Fragestellungen an die Panelisten? Wer möchte? Ich weiß jetzt nicht, wo das Mikro liegt. Ja, das ist da hinten. Also wer möchte sich einmischen, bitte? Vielleicht sage ich noch mal. Als ich mich so ein bisschen vorbereitet habe, habe ich natürlich mit verschiedenen Leuten immer mal so das Thema reingegeben und so. Und egal, wo man dieses Thema nennt, geht sofort eine Riesendiskussion los. Das ist schon Wahnsinn. Also wahrscheinlich könnte jeder von euch sofort einsteigen. Ich weiß schon, wie groß das ist. Doch, es geht um die Aufnahme, deswegen das Mikro. Ich würde gerne mal eure Einschätzung zu Polanski hören, weil ich habe seinen neuesten Film gesehen. Fand ihn auch sehr gut, aber ich merke halt immer, dass ich so gemischte Gefühle auch habe. Und von daher, ja. Das ist doch schon mal gut. Die gemischten Gefühle. Genau, sich gemischten Gefühlen stellen. Ich finde, das ist ein guter Hinweis. Denn wir sind in einem ambivalenten Raum. Wir bewegen uns in Räumen vollgestopft mit Widersprüchen. Und das müssen wir auch. Und das müssen wir auch lernen, dass wir das weiterhin tun. Und da könnte ich auch sagen, also ich würde sagen, ja, Polanski zeigen, auf jeden Fall. Und das ruhig im Hinterkopf halten, genau wie Nolde. Nolde zeigen, auf jeden Fall. Wir werden trotzdem unser Bild dieses Malers wird sich verändern und hat sich vielleicht schon verändert. Das können wir doch. Ich meine, wir sind doch intelligente, denkende Menschen. Ja, und es kann ja immer noch jeder selber entscheiden, ob wirklich Polanski jetzt der Regisseur ist, den man aus den vielen Regisseuren sich gerade aussucht oder vielleicht dann doch jemand anderes einfach anguckt. Das finde ich ist ja eine persönliche Entscheidung. Oder vielleicht guckt man sich genau Polanski an, um auch dieses Thema wieder nach vorne zu bringen. Ich meine, der Gustav, du hast David Bowie gesungen, da zur Eröffnung vom Filmfest. Ja, das war so schön.
dieser Auftritt von Bowie damals, den er gemacht hat in London, war das, glaube ich. Victoria Station. Ja, das ja, kann man so jetzt als wirklich geschmacklos bezeichnen, aber ich glaube, dass Bowie kein Faschist war. Nein. Das siehst du, das hörst du an seinen Texten, ja, das hörst du an seiner Arbeit. Da kann ich sagen, gut, da ist er vollkommen daneben gegangen. Wer weiß, was er gerade gedrückt hat oder so, ich kann es nicht sagen. Ja. Aber solche Sachen kommen natürlich vor. Ich würde deshalb aber zum Beispiel einen David Bowie nicht aus meinem Kanon herausnehmen, aufgrund dieser einen Geschichte. Genau, ich meinte jetzt nicht nur diesen einen Faschismus-Fall, der ihm immer wieder nachgetragen wird, sondern eher bezogen auf Polanski, weil natürlich auch David Bowie jemand war, der den oft positiv dann benutzten Begriff der Baby-Groupies verkörpert hat. Also jemand, in der ganzen Musikgeschäft, du kannst du auch in einem ganzen Filmgeschäft sehen. Mhm. Ich meine, ich bin seit über 30 Jahren in diesem Geschäft drin und was ich da alles zum Teil erlebt habe, finde ich es absolut okay, dass jetzt endlich nach vielen Jahren dieses Thema aufkommt und es wird auch eine Sensibilisierung klar innerhalb der Produktion. Also ich habe hier zum Beispiel ein Drehbuch bekommen, das hätte vor 5 Jahren anders ausgesehen. Ja. Also was die Figur der Frau und die Figur des Mannes betrifft. Das ist ein vollkommener Unterschied. Das heißt, da entsteht zurzeit etwas und darum finde ich diese ganze Themis-Geschichte so wichtig, dass Leute, Frauen und auch Männer die Möglichkeit haben, sich zu melden und zu sagen, hier, das und das ist mein Problem. Das wirkt wieder bei den Filmen, bei den Firmen und auch bei Regisseuren und überhaupt bei jedem Schauspieler. Man überlegt sich heute, wie man mit Leuten redet am Set. Egal, ob das jetzt ein Mann ist oder eine Frau. Und natürlich gibt es immer mal wieder Situationen, wo das dann in eine strengere Form entsteht. Also wo geschrien wird. Und ich finde, das darf auch. Man darf schreien. Man darf in so einem Moment des künstlerischen Ausdrucks, muss man auch mal sauer sein dürfen, als Regisseur oder als Schauspieler. Und ich finde auch, das ist ein ganz wichtiger Punkt, das war hier eben auch schon genannt. Wir haben ja im Moment, ist es so, und das ist, glaube ich, auch so unsere Digitalmoderne, die ja gerade schon, also da ist es ja, ich vergleiche das immer mit Like und Dislike, also da gibt es nichts dazwischen. Ne? Ich mag es oder ich mag es nicht, das hat unglaublich polarisiert. Und das ist, sehen wir in der Kunst gerade, also es gibt gerade sehr viele Organisationen, die gerade auf Facebook und so weiter, dann bei kleinen Verfehlungen, und ich meine jetzt nur die kleinen Verfehlungen, ich meine nicht Vergewaltigung, ich meine nicht Mord, ich meine nicht diese Dinge, die auch stattfinden, sondern kleinere Verfehlungen, die passieren, die jedem von uns passieren, ob es dann um Rassismen geht oder um MeToo und so weiter. Und da werden dann Leute kategorisch niedergeschrieben von wirklich einer großen Masse von Leuten auf Social Media. Das geht nicht. Tut mir wirklich leid. Ich möchte nicht in einer Gesellschaft leben, in der man sich für solche Dinge nicht mehr entschuldigen kann und in der dann diese Debatten so weitergetragen werden. Das ist nämlich ein anderer Punkt, den wir gerade, also wir haben die Sensibilisierung und wir haben auf der anderen Seite diese große Empörungswelle, die gerade überall stattfindet, die uns aber auch nicht weiterbringt. Ne? Zumindest darf sie uns ja auch, sagen wir mal, jetzt wieder kuratorisch nicht zu ängstlich machen. Also wenn man dann nachher sozusagen Angst hat, Position, also man muss wachsam sein, man muss sozusagen sich auch, wenn man von vornherein ausklammern will, dass sich nicht irgendwer über irgendetwas empört, dann würden wir ja die Diskussion komplett aus dem Öffentlichen und aus unseren Räumen nehmen. Also das, und da gibt es noch einen anderen Aspekt eigentlich, was ja auch passiert ist, dann sind doch auch bestimmte Werke, die vielleicht heute nicht mehr möglich wären, so ja auch Zeitdokumente, sie sprechen doch auch alle von einer Zeit, von bestimmten Moralvorstellungen einer Zeit, von politischen Umständen einer Zeit. Ein Werk, was, keine Ahnung, 1700 irgendwas höchst brisant sein kann, wäre heute vielleicht niedlich. Oder also so dieses, was heißt das, bestimmte Kunst in China zu zeigen oder hervorzubringen, die hier völlig belanglos wäre, aber dort ganz, ganz anders und eine ganz andere Aussage hat, weil sie eben in einem anderen Umfeld, in einem anderen System entstanden ist. Also alles, das sind ja alles auch Dokumente. So, und dieses sich damit befassen können, ist ja eigentlich auch die Kraft der Kunst. Also sich daran reiben können und daran sozusagen zu spüren, boah, da war dieser Zeitgeist. Wie gehen wir heute damit um? Wie bewerten wir das heute? Was wird heute entstehen? Also und das, ob das ein kompletter Paradigmenwechsel ist und ob jetzt alles
anders wird, weiß ich nicht. Es ist auf jeden Fall eine Phase, die wieder irgendwo hinschwappen wird und die Welle wird wieder ein bisschen nach unten gehen und dann geht sie wieder nach oben und dann wird wieder alles frei und dann wird wieder alles unfrei. Und da vorne gibt's Gustav? Ich habe noch eine Frage, und zwar, ihr habt das jetzt wahrscheinlich auch alle verfolgt, diese BDS-Geschichte, die jetzt gerade gelaufen ist. Da wird eine Schriftstellerin und ein Künstler erst nominiert, beziehungsweise sie werden bepreist, und dann fällt einem plötzlich auf, das sind ja beides BDS-Anhänger, die beide also antisemitisch beziehungsweise gegen den Staat Israel argumentieren oder die Politik des Staates Israel. Und dann wird der Preis plötzlich wieder aberkannt. Also ich finde das ehrlich gesagt merkwürdig, weil entweder du machst dich vorher schlau, das heißt, und das finde ich eine Sensibilisierung, dass wir anfangen, uns nicht einfach sagen, oh toll, der macht ein super Buch, der kriegt jetzt einen Preis, sondern was ist das für ein Mensch, was tut der, ist der in dieser Situation? Ich kenne die Sache von Valitrat ein bisschen. Also ich glaube auch, man sollte sich vorher mal erkundigen. Bei Valitrat ist ein libanesischer Künstler aus Beirut. Dass man in Beirut Israel kritisch ist, das verweigere ich den Libanesen nun wirklich so gar nicht. Und ich finde, und dass sie ihm diesen Preis aus BDS-Gründen aberkannt haben, das halte ich für wirklich fragwürdig. Weil das ist ein Künstler, der wirklich sehr kritisch arbeitet, der sich gegen Israel positioniert. Ich finde, das ist sein gutes Recht. Wir in der deutschen Geschichte haben einen anderen Umgang mit Israel. Das ist auch richtig. Aber einem Libanesen zu verwehren, was selbst israelische Künstler wie Yael Batana offen sagen, und mitteilen und ihm dafür einen Preis abzuerkennen für ein wirklich politisches, sehr gutes gesellschaftliches Werk, das kann ich in keinster Art und Weise nachvollziehen. Ja, man muss aber ein bisschen, ja, das finde ich auch, aber man muss ein bisschen unterscheiden, was die BDS, wie die BDS zum Teil vorgeht. Genau. Und ich meine, wir haben hier Ken Loach als Gast gehabt oder ist immer noch Gast, und ich meine, er ist ein Verfechter der BDS. Also er ist sehr stark, genau, Brian Eno, der die ganzen Platten von David Bowie, das sind ja viele Künstler, die eine große Wertstellung haben in der Kunst, in allen Bereichen, ob es Literatur ist oder was weiß ich. Alexander Kluge hat sich jetzt auch dagegen ausgesprochen, obwohl bei Alexander Kluge würde ich eher sagen, geht es darum, dass er protestiert gegen diese Abwählung des Preises. Ich finde es jedenfalls eine Diskussion, die entsteht dadurch, wie plötzlich Kunst an sich, egal ob es jetzt bildende Kunst ist oder darstellende Kunst, wie die plötzlich innerhalb der Meinung neu definiert wird. Das heißt, wir fangen jetzt an, uns nicht einfach nur was anzugucken, sondern wir fangen an, uns durch das Angucken zu fragen, wer steckt dahinter? Man sagt nicht, oh, das ist ja ein tolles Bild, wer ist denn das, das und so, sondern dann kommt gleich, wie ist das entstanden? Und das finde ich nicht schlecht, muss ich ehrlich sagen. Ich finde es nur problematisch, wenn wir anfangen, sofort aufgrund der Person diese Kunst sofort wieder ad acta zu legen, zu sagen, nee, weg, das geht nicht. Und das finde ich kompliziert. Und wie du schon sagst, mit libanesischen oder mit Leuten aus dem Libanon oder auch Leute, palästinensische Künstler, die sind per se, also wie sollen die sich da jetzt anders äußern als in dieser Form, wie sie seit Jahren unterdrückt werden? Dass wir als Deutsche mit dem Antisemitismus natürlich ein ganz anderes Problem haben und darüber auch sprechen müssen und wichtig ist und dann vielleicht auch sagen, gut, ich möchte mit diesem Menschen nicht zusammenkommen. Nicht? Ich will das nicht. Ja. Also das finde ich, Gustav, ist ein ganz wichtiger Punkt, dass du sagst, ich möchte eventuell, ich kann das nicht, weil ich kann nicht über meinen eigenen Schatten springen. Ich habe eine absolute Aversion gegen diesen Künstler, gegen seine Einstellung und so weiter. Und das ist natürlich gerechtfertigt. Aber das ist eine subjektive Sache, die kann man niemandem vorwerfen. Aber auf der anderen Seite, wenn man das dann verallgemeinert, dann ist man gleich oder rutscht man so in die Nähe einer moralischen Gesinnungspolizei, die, und das erinnert mich an schlimme Zeiten, wo alles erstmal vorgelegt werden muss und abgeklopft wird, ist der denn auch linientreu im Sinne unserer demokratischen Gesellschaft? Das finde ich schrecklich, also diese Vorstellung. Also nicht das als die Gefahr, die oben drüber steht. Ich habe gerade gehört, wir haben jetzt noch 5 Minuten. Und dann habe ich das gesehen, das ist immer sehr deutlich. gibt es also noch eine Frage aus dem Publikum oder Kommentar? Ansonsten hören wir auf und genießen die Hamburger Sonne. G-
gibt es nicht. Okay, dann würde ich sagen, ich möchte mich für das wirklich ganz tolle, die ganz tolle Diskussion bedanken. Das war super. Vielen Dank an Ihnen, dass Sie durchgehalten haben am Tag der Deutschen Einheit, morgens um 11. Ich wusste gar nicht, dass ich weiß. Einen schönen Tag noch. Vielen herzlichen Dank. Dankeschön.